Ja, 2021 ist bald vorbei und es war ein sehr bewegendes, ein sehr aufregendes Jahr für uns, für unsere Peter-Pane-Familie. Wir haben, glaube ich, trotz aller Widrigkeiten sehr viel geschafft. Ich bin darüber sehr froh und sehr stolz auf alle, die daran mitgewirkt haben. Wir sind sehr froh, dass wir auch in 2021 wieder vielen Gästen ein doch hohes Maß an Freude haben schenken können. Das einmal mit unseren Produkten, mit unserer Leidenschaft, aber auch mit unseren Herzensangelegenheiten. Als wir 2020 unsere Betriebe schließen mussten, mussten wir kreativ werden. Somit entschlossen wir uns, unseren eigenen Lieferdienst ins Leben zu rufen. Mit Peter Brinks haben wir eine unglaublich erfolgreiche Geschichte geschrieben. Alleine dieses Jahr sind wir 1,9 Millionen Kilometer durch die Städte gestrampelt und haben sagenhafte 1,6 Millionen Burger ausgeliefert. Auf das, was ihr geleistet habt, darauf könnt ihr sehr stolz sein. Es war wirklich unglaublich, den Zusammenhalt bei den Mitarbeitern zu sehen, wie jeder einzelne von denen wirklich sein Bestes gegeben hat und alles daran gesetzt hat, dass es funktioniert. Deshalb geht es bei uns bei Peter Pane auch immer weiter voran. Wir haben aus dieser Idee, die so ein wenig aus der Not heraus geboren wurde, mittlerweile zwei Peter-Brinks-Stores in Berlin-Wannsee und in Hannover eröffnet. Und wir werden diese Geschichte erfolgreich weiterschreiben. Ja, man kann sagen, das Jahr stand eigentlich unter unseren Herzensangelegenheiten. Zum Beispiel bei Ist das Grün haben wir für jeden verkauften vegetarischen und veganen Burger einen Baum gepflanzt. Wir sind hier auf stolze 100.000 Bäume gekommen und haben das Ganze auf unseren eigenen Flächen gepflanzt. Und weiter ging das Ganze dann mit der Kampagne Ist das bunt? Da haben wir tatsächlich für jedes verkaufte Hauptgericht ein Quadratmeter Blumenwiese gepflanzt. Ganz wichtiges Thema auch hier für die Arterhaltung der Biene. Und wir sind hier auf 600.000 Quadratmeter gekommen. Bei Peter hilft unterstützen wir Organisationen, die sich mit der Förderung von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Dort unterstützen wir zum einen mit Spenden, also Geldspenden oder Sachspenden, aber auch mit dem klassischen Trikotsponsoring. Und da haben wir in diesem Jahr weit über 50 Aktionen unterstützt und insgesamt fast 65.000 Euro ausgeschüttet. Das sind die Abenteuer, die wir fast tagtäglich erlebt haben. Und genau das wollten wir auch unseren Gästen zurückgeben. Und zwar nicht nur mit irgendeinem Abenteuer, sondern mit unserer Kampagne Das Abenteuer deines Lebens, in der wir drei große Traumreisen im Wert von je 10.000 Euro verlost haben. Als Dankeschön an all unsere Gäste für die Treue, die sie uns in diesem Jahr zugestanden haben. Ja, das waren die Herzensangelegenheiten 2021. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Familienmitgliedern bedanken von Peter Pane, bei unseren Gästen, bei allen, die entsprechend daran mitgemacht haben. Ich glaube, es hat ein bisschen gezeigt, dass wir was geschafft haben. Und wir freuen uns umso mehr auf das neue Jahr. Wir glauben, dass es auch ein wieder bewegendes Jahr wird. Aber umso mehr sind wir frohen Mutes, dort wieder tatkräftig etwas zu tun und freuen uns auf alles und vor allem mit euch und wünschen euch allen einen guten Rutsch und sehen uns da wieder im neuen Jahr.